Hey Leute, CakePlaceHD hat sich auf meinem Discord-Server ein Video zum Pathfinding-Service gewünscht und dementsprechend zeige ich euch heute, wie der Pathfinding-Service funktioniert und was er überhaupt ist. Grob gesagt, er sucht einen Path, also einen Weg von Punkt A zu Punkt B. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Um euch den Pathfinding-Service gut zu zeigen, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Einerseits haben wir hier so ein kleines Labyrinth, das wir hoffentlich heute noch erfolgreich verwenden werden. Wir haben hier ein paar Trusses. Trusses sind ja Objekte, an denen Spieler klettern können. Dann habe ich hier ein bisschen Lava platziert, einen kleinen Fluss platziert und eine böse Area gemacht, durch die der Pathfinding-Service ungern durchlaufen möchte. Das Ganze habe ich dann natürlich anständig geordnet. Ich habe einfach in meinem Workspace einen Folder gemacht namens Pathfinding-Stuff. Da drin befindet sich ein Folder mit den ganzen Hindernissen, die ich euch eben gezeigt habe. Dann noch ein weiterer leerer Folder, den habe ich Waypoints genannt. Da kommen dann gleich die ganzen Wegpunkte hier rein, diese grünen Punkte, die uns zeigen werden, wo der Pathfinding Service lang geht. Und dann haben wir natürlich noch den Path Start und das Path Ende, mit denen wir einfach festlegen, von wo bis wo der Pathfinding Service uns einen Weg zeigen soll. Um das Raypoint-Template geht es jetzt. Das ist in erster Linie erstmal einfach nur ein geankerter Ball mit Can Collide Falls. Aber ich habe hier ein Billboard-GUI reingepackt, damit wir hier oben halt ein GUI drüber haben und uns ein paar Sachen über den Raypoint anzeigen lassen können. In dem Billboard-GUI ist ein Frame. Und in dem Frame habe ich ja UI Corner, ist einfach nur, damit es abgerundet ist, und ein UI List Layout, welches im Grunde dafür sorgt, dass dieses Template hier mehrfach angezeigt werden kann. Also das Template mache ich mal auf Visible. Ihr seht, das ist einfach nur ein Textlabel, da habe ich irgendwas reingeschrieben. Ich kann auch was anderes reinschreiben, Test, so. Und wenn wir das hier duplizieren, blub, 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 wird es halt mehr. Ich habe so gemacht, dass drei Sachen hier untereinander stehen können. Einfach nur, weil es nur drei Sachen gibt, die man über Waypoints herausfinden kann. Und das UI-List-Layout sorgt einfach dafür, dass die dann auch untereinander stehen werden. Wenn ihr euch nicht so gut mit GUIs auskennt und das hier nicht so gut hinbekommt, müsst ihr das nicht nachbauen. Ich habe nicht wirklich Lust, euch jetzt GUIs zu erklären, weil ich GUIs persönlich verabscheue. Aber für die Leute, die es nachbauen wollen, das sind die Properties vom Billboard-GUI. Das sind die Properties vom Frame. So. Das sind die Properties vom List-Layout. Das sind die Properties vom Text-Label. Und im Textlabel habe ich dann auch noch eine UI-Stroke drin. Die ist einfach nur dafür da, dass man den Text ein bisschen besser abhebt vom Untergrund. Sieht man aber kaum. Wenn wir das haben, setze ich beim Template natürlich wieder Visible auf False, weil wir den Template-Text nicht sehen wollen. Und damit wären wir dann mit dem Waypoint-Template fertig. Im Hindernisse-Folder habe ich noch verschiedene Folder für die Arten der Hindernisse. Ich habe hier Map, das ist einfach nur die Map an sich, zum Beispiel das Labyrinth. Dann habe ich aber noch einen Folder namens Lava, da sind die bösen Lava-Parts drin. Das Besondere an den Lava-Parts sind einfach nur, dass ich das Material von dem Part auf Neon gepackt habe. Das Material ist auch wichtig, warum werden wir gleich herausfinden. Kletterbar ist einfach nur ein Folder mit kletterbaren Parts. Hätte ich eigentlich sein lassen können, weil das wird der Pathfinding-Service schon selbst herausfinden, was kletterbar ist und was nicht. Und bei Fluss habe ich als Material Eis genommen. Also hier seht ihr einmal Material Eis, weil es Wasser nicht als normales Material für Parts gibt. Im Folder Areas ist nur ein Part drin. Und dieses Part, sehr wichtig, ist geankert und hat Can Collide or Falls. Einfach nur, damit es als Volumen Area oder wie auch immer der Pathfinding Service das nennt, gilt. Es kann meinetwegen komplett transparent sein. Ich habe es einfach so halbtransparent gemacht mit Transparency auf 0,75, damit ihr es so ein bisschen seht, dass es da ist. Aber theoretisch kann man es komplett unsichtbar machen und niemand würde dieses Part jemals sehen. Aber jetzt legen wir mal los mit dem Pathfinding Service. Dafür habe ich im ServerScript Service ein Script drin namens Pathfinding Service Script. Und hier habe ich schon mal ein bisschen was reingeschrieben. In dem Video geht es natürlich um den Pathfinding Service. Das heißt, wir holen uns natürlich erstmal den Pathfinding Service. Local Path ist gleich Game. Doppelpunkt Get Service Pathfinding Service. Wenn ich weiß, was es ist, das ist die Art und Weise, wie man sich Game Services von Roblox in seinen Scripts required. Und dann habe ich noch den Server Storage und den Workspace geholt. Der Server Storage, weil wir da Sachen lagern werden, und der Workspace, weil da nun mal unsere Map drin ist. Und dann sind in diesen ganzen Variablen einfach nur die Sachen gespeichert, die wir eben auch im Workspace gebaut haben. Das heißt, Pathfinding Stuff Folder ist einfach dieser Pathfinding Stuff Folder hier in unserem Workspace. Path Start Part und Path End Part sind hier in dem Folder drin. Path Start und Path End. Für das Waypoint Template habe ich dann hier noch geschrieben, Waypoint Template.parent ist gleich der Server Storage, damit wir das nicht sehen müssen im Spiel. Ist ja nur ein Template. Und sonst werden hier einfach nur die ganzen Folder required. Das solltet ihr
inzwischen schon kennen. Falls nicht, dann verlinke ich jetzt oben auf dem i ein Video, in dem solche Pfade hier erklärt werden. Und selbst wenn ihr das Video nicht versteht, dann solltet ihr vielleicht die Roblox Studio Lernserie von vorne anfangen. Dann habe ich hier eine Funktion geschrieben namens Visualize Waypoints. Die nimmt einen Table namens Waypoints rein und visualisiert diese Waypoints für uns. Das ist aber auch hier alles erstmal egal. Wichtig für uns ist erstmal das Erstellen eines Pfades. Hier erkläre ich einmal, wie man einen Path mit dem Pathfinding Service erschafft. In der Funktion CreatePath, den nimmt einen Start und ein Ende rein. Man muss dafür nicht unbedingt eine Funktion schreiben, aber ich dachte, so kann ich einmal ein bisschen ordnen, was alles dazugehört. Für einen Path mit dem Pathfinding Service braucht man Agent-Parameter. Und die Agent-Parameter sind ein Table, in dem man optional alle möglichen Sachen reinschreiben kann, die der Pathfinding Service für uns berücksichtigen soll. Zum Beispiel kann man hier reinschreiben Agent Radius. Bevor ihr das alles versteht, muss ich euch aber einmal erklären, was soll der Pathfinding Service überhaupt machen. Der Pathfinding Service hat nur eine einzige Aufgabe. Und zwar finde einen Weg, über den ein Agent von Startposition A zu Zielposition B laufen kann. Ein Agent kann zum Beispiel ein ganz normaler Spieler sein, es kann ein NPC sein, es kann natürlich auch ganz anders von euch eingesetzt werden. Das liegt ganz bei euch. Im Endeffekt sucht der Pathfinding Service einfach einen Weg von A nach B und berücksichtigt die Einschränkungen, die ihr ihm gibt. Ein normaler Agent kann nun mal nur laufen über den Boden. Er hat eine bestimmte Größe, das heißt, er kann sich nicht durch zu enge Sachen durchzwängen. Und so eine Wand hier kommt er auf jeden Fall nicht hoch. Das weiß der Pathfinding Service. Und dann sucht er den besten Weg. Und der beste Weg wäre hier theoretisch einfach straight up rüber. Hier mal kurz springen und dann einfach weiter rüber. Das wäre der beste Weg. Aber man kann dem Pathfinding Service natürlich auch sagen, entweder der Agent ist sehr fett, das heißt, er passt vielleicht hier nicht durch. Hier passt er wahrscheinlich schon, aber passt vielleicht hier nicht durch. Oder er ist sehr hoch, das bedeutet, er passt irgendwo nicht runter. Oder man kann halt sagen, der Agent möchte keine Parts berühren, die aus Neon bestehen, weil das ist Lava, das ist gefährlich. Genauso kann man auch sagen, der Agent hat gar keinen Bock auf Wasser. Wenn es sein muss, kann er zwar durchs Wasser, aber lieber nicht. Und dann läuft er halt außen rum. Genauso kann man auch sagen, hier für diese Area, darauf hat der Agent auch keinen Bock. Und dann entscheidet der Pathfinding Service, worauf hat er weniger Bock? Auf Wasser oder auf diese Area? Und dann wird halt das geringste Übel gewählt von beiden. Das kann man alles mit dem Pathfinding Service machen. Das ist, wie gesagt, nützlich. Vor allem dann, wenn ihr einen NPC habt, den ihr laufen lassen wollt. Und jetzt schauen wir mal, wie das in der Praxis aussieht. Das hier ignorieren wir mal alles und gucken erstmal hier, wie erstellt man grundsätzlich einen Path. Ein Path erstellt man, indem man sagt, Path ist gleich Path, Doppelpunkt, Create Path. Und dann packt man hier die Agent-Parameter rein. Das kann ein leerer Table sein. Ihr könnt es aber auch theoretisch komplett weglassen und dann werden die Standard-Agent-Parameter übernommen, auf die wir gleich eingehen werden. Nachdem ihr einen Path habt, muss dieser Path noch berechnet werden und das dauert immer ein bisschen. Und es kann auch sein, dass das scheitert, weil es vielleicht gar keinen Weg von Punkt A zu Punkt B gibt. Das kann natürlich sein. Aber gehen wir mal davon aus, dass es klappt. Dann sagen wir Path, Doppelpunkt, Compute, Async und dann geben wir den Start und den Endpunkt ein, um halt dem Pathfinding Service einen Weg für diesen Agent, den wir hier erstellt haben, berechnen zu lassen, von Anfang bis Ende. Wenn dieser Weg berechnet wurde, dann ist in dieser Variable Path der Weg auch drin gespeichert und den bekommen wir, indem wir sagen Waypoints ist gleich Path Doppelpunkt Get Waypoints. Und die Waypoints sind ein Table oder ein Array von Waypoints und Waypoints sind im Grunde einfach nur Variablen bzw. Meta-Tables, User-Data, wie auch immer ihr das nennen wollt, welche einfach nur Positionen enthalten und ein paar Aktionen, die man an den Positionen durchführen muss. Und dafür haben wir hier die Funktion Visualize Waypoints, die uns dann einfach mal zeigen, was der Pathfinding Service uns so ausgegeben hat, ohne dass wir es jetzt wirklich irgendwo integrieren müssen. Die Visualize Waypoints Funktion, die loopt durch die Waypoints durch. Und ich habe so gemacht, dass jeder Waypoint eine Sekunde wartet und dann kommt der nächste. Einfach nur, damit wir einmal sehen, dass die Waypoints auch in der richtigen Reihenfolge entstanden sind und nicht gleich von allen möglichen Waypoints erschlagen werden. Und dann haben wir hier die Funktion ThisPoint, die ich hier festgelegt habe, die dann jeden einzelnen Punkt nochmal visualisiert. Das heißt, wir kopieren uns erstmal unser Waypoint-Template, nennen das Visualizer. Wir holen uns dann in diesem Visualizer das Template für den Text raus. Wisst ihr, hier haben wir das Waypoint-Template. Da drin haben wir dann Billboard-GUI, Frame und dann haben wir hier Template. Und dieses Template ist ja dann der Text, der zu sehen sein wird über den Waypoint. Und dementsprechend werden wir dieses Template jetzt dreimal klonen. Und zwar einmal für die Position, einmal für die Action und einmal für das Label im Waypoint. Weil das sind die drei Variablen, die wir aus dem Waypoint rausziehen können. Und die visualisieren wir dann, indem wir einfach sagen, Position ist gleich Template-Doppelpunkt-Clone, Position.Text ist gleich ToString, Waypoint.Position. Dann setzen wir die Position natürlich auf Visible und das Parent auf dasselbe Parent vom Template, damit das Ding auch existiert. Dasselbe machen wir dann auch mit der Action und hier sagen Waypoint.Position.
Waypoint.action.name und mit dem Label, wo wir sagen Waypoint.label. Am Ende setzen wir die Position vom Visualizer natürlich auf Waypoint.position und das Parent vom Visualizer auf den Waypoints Folder. Da werden die ganzen Waypoints drin gespeichert. Dafür haben wir den leeren Folder gemacht. Und am Anfang der Funktion loopen wir durch alles im Waypoints Folder durch und machen es weg, damit wir die Funktion häufiger verwenden können und dann nicht gleich alles vollgeklatscht ist mit den Waypoints. Wie sieht das Ganze jetzt in der Praxis aus? Dafür gehe ich hier oben einmal auf Run. Ihr könnt dafür auch F8 drücken. Und dann wird erstmal ein paar Sekunden gewartet. Und jetzt wird der Weg computed und jetzt kommt jede Sekunde ein neuer Waypoint und ihr seht, es geht hier einfach so durch. Er läuft um die Lava herum, er läuft nicht durch sie durch, sondern er läuft hier wirklich schön außen rum. Und dann geht es erstmal in der geraden Linie weiter. Hier gibt es so ein bisschen Geholper nach unten, dann nach oben. Warum der das macht, weiß ich nicht. Und es geht immer weiter. Wenn wir an den Waypoint rangehen, sehen wir hier die Position. Wir sehen hier Walk, ist die Aktion, die durchgeführt werden soll. Und Plastic ist das Label. Ihr merkt, das Label von so einem Waypoint ist eigentlich immer der Untergrund, auf dem er sich drauf befindet. Warum das so ist und warum es Label heißt, wer weiß. Wir sehen jetzt auch, er läuft nicht durchs Wasser, sondern er läuft dann doch lieber durch dieses Volumen hier durch, durch das er eigentlich nicht so gerne durchlaufen möchte. Und jetzt sind wir fertig und er läuft dann zum Ende und ist fertig. Aber das Verhalten von dem Pathfinding Service können wir ja anpassen durch die Agent Parameter. Und ihr wisst ja, ich habe es ja schon angepasst, er läuft ja nicht durch die Lava, er läuft auch nicht übers Wasser und er läuft zwar ungerne hier durch, aber trotzdem lieber als durchs Wasser. So haben wir das ja schon gemacht. Und wie man das macht, ist mit den Agent Parameter. Und die Agent Parameter habe ich hier angepasst. Ich habe einfach nur Agent Parameter.costs angepasst. Und das ist ein Table, in dem drin steht, alles, was aus Eis besteht, hat 35 Kosten. Also es kostet 35 Anstrengungen sozusagen. Alles, was aus Neon besteht, hat 200 Anstrengungen, weil das würde den Agent ja auch töten. Deswegen kommt es gar nicht erst in Frage, dass er da durchläuft. Und die Nein-Danke-Area hat 30. Nein-Danke-Area ist natürlich kein Material. Ihr könnt nämlich für den Pathfinding Service extra Areas festlegen. Wir haben ja gesagt, hier eine Area. Wichtig ist, noch einmal zur Wiederholung, das Ding muss geankert sein und es muss Can Collide of False haben. Außerdem muss auch Can Query und Can Touch trotzdem auf True sein, weil sonst existieren die praktisch nicht. Und dann packt ihr in das Part einen Pathfinding Modifier rein. Und in den Pathfinding Modifier könnt ihr einfach das Label Nein Danke Area reinschreiben. Außerdem gibt es hier noch Path Through, was ihr anschalten könnt, falls ihr bei dem Part zwar nicht Can Collide of False stellt, aber trotzdem wollt, dass der Pathfinding Service einen Path findet, bei dem gedacht wird, dass es auf False ist. Warum auch immer ihr das tun solltet, es gibt dafür sicher Gründe. Zum Beispiel, wenn die Collision Groups irgendwie anders sind für den NPC, den ihr laufen lassen wollt. Oder das Objekt, das ihr dem Path entlang laufen lassen wollt. Aber man kann ja nicht nur AgentParameter.costs anpassen, welches einfach nur sagt, ja, wenn du über Eis läufst, 35 unangenehm, wenn du über Neon läufst, 200 unangenehm. Ihr könnt euch einfach vorstellen, wenn er die Wahl hat zwischen 30 und 35, dann nimmt er natürlich die 30. Wir könnten natürlich auch hier die 30 auf 80 hochstellen und die 35 auf 75 hochstellen. Ich mache jetzt auch einfach mal hier den Wait auf 5 Sekunden und hier den Wait auf 3 Sekunden, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann können wir angucken, was passiert, wenn wir die Kosten grundsätzlich erhöht haben für beides, aber fürs Wasser niedriger haben. Also geht es jetzt los. Er läuft jetzt hier wieder lang. Er läuft immer noch außen lang. Dann geht es hier immer noch rüber über die Kante. Jetzt läuft er immer noch hier lang. Geht so ein bisschen an die Kurve. Und er läuft trotzdem hier außen vorbei und dann hier außen rum. Könnt ihr euch das vorstellen? Er wollte nicht hier rüber gehen. Er wollte nicht hier durchgehen, aber er wollte hier rüber gehen. Und das ist das Lustige am Pathfinding Service. Er ist nicht so smart. Er ist wirklich nicht so smart. Er trifft schlechte Entscheidungen. Er hätte ja direkt hier schon rüber gehen können. Aber nein, er ist hier außen rumgegangen, hat einen längeren Weg gewählt, bei dem er ja trotzdem über einen Part laufen musste, durch das er nicht gerne läuft. Dementsprechend könnt ihr nicht erwarten, dass der Pathfinding Service den bestmöglichen Weg wählt. Aber er wählt schon mal einen Weg, der ein paar Parameter berücksichtigt. Einige Entscheidungen sind halt wirklich nicht zu verstehen. Zum Beispiel, wenn man bei beiden Sachen die Kosten wieder ein bisschen weiter runterstellt, aber bei dem hier höher hat als beim Wasser, dann ist er bei mir einfach hier außen lang gelaufen. Und anstatt dann hier gerade rüber zu laufen, sodass er nicht lange hier rüber laufen muss, ist er einfach hier richtig schön quer rüber gelaufen, dass er einen langen Weg durchs Wasser laufen musste, was ja auch keinen Sinn ergibt. Das ist eine der Schwächen vom Pathfinding Service. Eine weitere Schwäche vom Pathfinding Service ist, ihr könnt zwar angeben, wie breit der Agent ist, das heißt, wir könnten sagen, er ist zwar 2 Stats breit, und das wird auch berücksichtigen,
Das heißt, er wird sich durch nichts durchzwängen, was enger als 2 Stats ist. Das hier sind zum Beispiel mehr als 2 Stats breit. Aber er wählt nicht den Pfad, der durch die Mitte geht, damit er schön viel Abstand hält, sondern er geht so nah dran wie möglich. Und das ist eigentlich voll dumm. Hier geht er auch ziemlich nah an dieser 9-9-Area dran vorbei. Hier würde ich sogar sagen, sind es noch so ungefähr 2 Stats. Das kommt noch ungefähr hin. Aber wenn ihr den Agent Radius hochstellt, funktioniert es auch nicht wirklich. Jetzt passen wir mal ein paar weitere Sachen an. Ich habe hier extra in die Kommentare reingeschrieben, was man noch alles anpassen kann. Den Agent Radius, also wie breit er ist, die Agent Height, wie hoch er ist, Agent Can Jump, ob er springen kann, Agent Can Climb, ob er klettern kann, Waypoint Spacing, wie weit die Waypoints voneinander entfernt sein sollten und dann Costs. Und hier hinter habe ich geschrieben, was die Standardwerte sind. Wenn er nichts anpasst, ist der Agent normalerweise 2 Stats breit, 5 Stats hoch. Er kann zwar springen, aber kann nicht klettern. Die Waypoints sollen 4 Stats voneinander entfernt sein und der Costs Table ist leer, aber ich wollte hier einfach nur mal reinschreiben, man schreibt hier das Label und dann die Costs als Zahl. Das können wir eigentlich hier weglassen. Costs ist ein leerer Table standardmäßig. So, wenn wir jetzt sagen, Agent Parameters Punkt Radius ist gleich 10 Stats. Jetzt ist er 10 Stats breit. Das ist schon mal ziemlich breit. Ich meine natürlich Agent Radius und nicht nur Radius. Damit wir das Ding mal ein bisschen dynamischer testen können, schreibe ich hier unten jetzt nicht Create Path, sondern ich schreibe While True Do eine Schleife rein, sagt dann Create Path und dann Task.Wait 2 Sekunden. Komm, wir machen einfach Task.Wait hier oben. While Task.Wait 3 Sekunden sollte reichen. Dann fängt er nach 3 Sekunden an und createt dann immer wieder einen neuen Path von den neuen Positionen aus. Das heißt, jetzt macht er erstmal einen Path von hier nach da. Aber der nächste Path, der created wird, der soll dann einfach mal hier ins Labyrinth reingehen. Und wir berücksichtigen, dass der Agent, den wir haben, 10 Stats breit ist. Das heißt, dieses Kästchen hier ist ein Start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Theoretisch sollte er hier nicht mal durchpassen können. Und dann sind wir natürlich gespannt, ob er einen Weg findet hier rein. Und er geht schon mal los. Er geht hier auch lang. Und er wagt sich hier immer noch durch, viel zu nah an der Wand. Er geht sogar durch diesen engen Gang durch, obwohl wir gesagt haben, dass sein Radius 10 Stats breit ist. Wohlgemerkt, Radius bedeutet in nach links und nach rechts 10 Stats. Also irgendwas scheint auf jeden Fall nicht zu stimmen. Und während der Aufnahme habe ich es nicht gemerkt, aber ich habe Radius statt Agent Radius geschrieben. Das habe ich später dann noch rausgefunden. Aber der Punkt, auf den ich hinauskommen wollte, war, dass der Pathfinding Service trotzdem nicht gerade die optimalsten Routen wählt, wenn man den Radius erhöht, weil er zu nah an den Wänden langläuft. Agent Height, da habe ich jetzt nichts, was die Height wirklich testen kann. Ich könnte es natürlich einmal kurz machen. Dafür mache ich mir eine Kopie hiervon, ziehe die hier einfach rüber, so, so. Und dann sagen wir hier, passen nur kleine Leute durch. Wir setzen jetzt AgentParameters.AgentHeight auf 10 Stats. Und jetzt sollte er theoretisch gar keinen Weg mehr finden können, weil er ja viel zu breit und viel zu hoch ist. Der erste Weg wird natürlich gefunden, weil ich immer noch meinen Part hier habe. Ich ziehe meinen Part jetzt mal hier rein. Wir warten einmal kurz, bis dieser Part computed wurde und finden dann auch heraus, dass der hier jetzt einfach hier rüber gelaufen ist. Weil Agent Height zu hoch ist, ist das hier eine Kante, die überwindbar ist für so einen hohen Agent. Also hat das schon einen Einfluss darauf, wo er langläuft. Es funktioniert an der Stelle auf jeden Fall. So, der nächste Path wird jetzt berechnet, aber er kommt nicht. Der nächste Path kommt nicht, weil der nächste Path nicht berechnet werden kann. Es funktioniert also. Es gibt keine Möglichkeit, sich hier reinzuzwängen, wenn man 20 Stats breit und 10 Stats hoch ist. Ich packe jetzt mal den Ball standardmäßig hier rein und wähle als Radius 4 Stats, weil wir sehen ja, die dicksten Gänge hier sind 4 Stats nach links und 4 Stats nach rechts, also 8 Stats insgesamt. Der Radius bedeutet ja immer die Hälfte, das heißt, wir packen den Agent-Radius jetzt auf 4 Stats. Das heißt, er sollte jetzt so da reinpassen. Aber von der Höhe halt nicht. Der optimale Weg wäre, hier außen rumzulaufen und hier hinten reinzugehen. Und das scheint er jetzt auch zu machen. Er merkt, okay, hier passe ich nicht durch, aber ich habe einen anderen Weg gefunden. Wir laufen hier außen rum und er scheint das jetzt auch zu machen. Hier läuft er auch außen rum und dann läuft er rein. Das funktioniert. Er hat hier auch berücksichtigt, oh, jetzt ist es wieder weg, dass er 4 Stats breit ist und ist ungefähr 4 Stats am Rand gelaufen. Ich schlage euch ehrlich gesagt vor, wenn ihr wirklich einen sehr großen Charakter habt, der seine 4 Stats Radius braucht, dann packt den Radius auf 5 oder 6 Stats, damit der Abstand wirklich ausreicht. Weil das hier sind ja jetzt nur noch 3,5 Stats, die er Abstand zur Wand hat. Und diese 3,5 Stats könnten problematisch werden. Es könnte sein, dass er sich irgendwo verfängt oder wenn das hier ein gefährliches Part ist, dass das berührt. Und das wollte er nicht. Hier auch. Hier sind so die 4 Stats noch eingehalten. Aber sobald er hier an die Ecke rankommt, blub, hier sind er jetzt näher dran als 4 Stats. Das sind 1, 2, 3... nicht mal 3,5 Stats von der Wand entfernt. Also ein bisschen problematisch. Jetzt
packen wir mal die Ancient Height auf 3 Stats. Er ist jetzt wieder 3 Stats hoch. Das heißt, er sollte ja durch diesen kleinen Eingang hier durchkommen können. Das sind ja 3 Stats, 4 Stats vielleicht. Aber nee, sind es 3 Stats? 1, 2, 3, 4, ja 4 Stats. Aber er läuft trotzdem hier nicht durch. Er findet diesen Weg nicht. Vielleicht ist das hier auch zu eng. Das kann natürlich sein, dass ich hier was zu eng gemacht habe. Ich ziehe das hier mal ein bisschen höher. So. Mal gucken, ob er als nächsten Pfad den hier wählt. Weil der wäre ja, obwohl der ist nicht unbedingt viel kürzer. Es kann sein, dass das Problem ist, dass er nicht kürzer ist. Ja, wenn ich jetzt aber diese Parts hier nehme und so hinschiebe, dass es theoretisch ein kürzerer Pfad wäre, können wir ja mal gucken, ob der nächste Pfad, den er wählt, dieser ist. Er läuft jetzt erstmal hier außen rum. So, kennen wir ja, ist der Standardweg. Und jetzt nach ein paar Sekunden wählt er einen neuen Pfad. Und der neue Pfad, gucken wir mal an, ist immer noch da lang. Okay, ich kann es eben nicht schmackhaft machen. Und da sieht man halt, dass der Pathfinding Service nicht wirklich immer die idealsten Wege findet. Es gibt aber noch einen idealeren Weg. Und zwar, wenn der Agent klettern kann, kann er ja hier hochklettern, diese Trusses. Und das können wir ihm natürlich auch sagen. Wir können jetzt sagen, agentparameters.canClimb ist gleich true. Wenn wir das Ganze jetzt testen, sollte der Agent in der Lage sein, hier hochzuklettern. Jetzt gucken wir mal, ob er auch diesen Pfad wählt. Er geht mal wieder weit außen an der Lava vorbei, trifft dann trotzdem diese Lava hier. Läuft dann aber tatsächlich nicht zu den Trust-Parts. Er könnte hier hochklettern, könnte hier runterspringen und wäre drin. Er läuft aber trotzdem außen rum. Wenn ihr mal solche Probleme in eurem Spiel habt und der Pathfinding-Service nicht wirklich den idealsten Weg wählt, dann könnt ihr das Ganze ein bisschen debuggen. Dafür geht ihr auf File, dann auf Studio Settings, dann könnt ihr hier oben in die Suche eingeben Show und dann kommt hier Show Navigation Mesh. Und da macht ihr einen Haken rein, macht das hier zu und dann seht ihr jetzt, sieht eure Welt ziemlich lustig aus. Hier seht ihr jetzt, was der Pathfinding Service so für sich jetzt notiert hat. Und er hat für sich notiert, okay, hier drauf kann man laufen, das ist lila, das ist laufbar. Wir sehen, hier könnte man theoretisch klettern, er hat hier so Kletterpunkte sich notiert. Ja, ist kletterbar, kann man auf jeden Fall machen. Genauso hat er auch das hier als kletterbar angesehen. Das ist hier irgendwie so markiert. Ihr könnt auch Show Navigation Labels machen. Dann sind die Sachen auch nochmal beschriftet. Ihr seht, hier sind auch so Linien, die zeigen, wie hoch das ist und dass man da runterspringen kann. Hier steht, das ist Plastik. Ihr seht, das hier ist Eis und somit gefährlich. Ihr seht auch, das hier ist Neon und dementsprechend darf es nicht berührt werden. Und ihr seht auch, wenn wir hier hingehen, steht hier Nein Danke Area. Diese Area ist Nein Danke. Die möchte nicht unbedingt betreten werden. Wir sehen hier da dann auch, die Rampen sind bei mir rot. Das liegt, glaube ich, daran, dass die Material Brick haben. Hier ist es noch so rot markiert. Das heißt, hier kann man laufen. Und ab hier sagt er, okay, hier wird es schwieriger. Man kann hier vielleicht laufen. Mit ein bisschen Sprüngen schafft man das. Deswegen sind hier solche Sprunglinien. Den Sprung schafft man, ist so markiert, dass man diese Sprünge schaffen kann, aber nicht mehr laufen kann. Das analysiert alles der Pathfinding Service in eurem Spiel und berücksichtigt das dann, wenn er einen Pfad von A nach B sucht. Wenn wir jetzt einmal wieder den Agent Radius zum Beispiel auf 1 stellen, dass die Breite nicht mehr so schlimm ist und die Agent halt auf 3 lassen, dann kann es ja sein, dass er es vielleicht jetzt doch berücksichtigt, dass man klettern kann. Guck mal, es war erst weg und jetzt ist es wieder da. Das heißt, jetzt wurde erstmal die Area gemacht und er läuft tatsächlich jetzt hier unten durch, weil er jetzt klein ist und sich hier durchzwängen kann. Was ihr auch seht, sind hier kleine gelbe Punkte, weil wenn ihr Navigation Mesh anzeigt, dann werden euch für alle Pathfinding-Punkte, die berechnet werden, solche gelben Punkte gemacht. Und ihr seht auch, obwohl meine Ursprungspunkte weg sind oder noch nicht zu sehen sind, sind hier die gelben Punkte schon zu sehen. So, wir sind aber 3 Stats hoch. Das bedeutet, wenn ich das hier jetzt runterziehe und das dann nur noch, keine Ahnung, 2 Stats sind, glaube ich, dann wählt er jetzt einen Weg hier außen lang. Aber er will trotzdem nicht hier oben lang gehen. Er will hier einfach nicht hochklettern. Obwohl er klettern könnte, will er nicht klettern. Ah, ich habe jetzt auch den Fehler gefunden. Ich habe CanClimb statt AgentCanClimb geschrieben. Und dann funktioniert es natürlich nicht. Ich war schon ziemlich verwirrt, warum er nicht klettern wollte. Aber jetzt sollte er auch wieder klettern wollen. Wir machen das mal runter. Ich mache das hier auch mal runter. Das heißt, er wird jetzt erstmal diesen Weg gehen. Das ist in Ordnung, dass er diesen Weg geht. Aber jetzt sollte es auch funktionieren mit AgentCanClimb. Das heißt, der Weg wurde gefunden und jetzt berechnet er einen neuen Weg und der neue Weg, der geht jetzt tatsächlich hier lang. Und hier sind jetzt nur 2 Punkte, der Punkt hier unten und der Punkt hier oben. Das heißt, wir gucken uns das an, hier steht Walk und Walk und hier steht Custom Climb. Und das Label, oh jetzt ist es wieder weg, und das Label war jetzt nicht mehr Plastic, sondern es war Custom. Ob Custom etwas mit dem Material von Trustpart zu tun hat, ich weiß es nicht. Es ist aber auf jeden Fall kein Material mehr. Deswegen ist das Label auch nicht Material, sondern es heißt Label. Aber es funktioniert jetzt. Wir haben tatsächlich einen Pfad gefunden, bei dem er klettern kann. Wir können jetzt auch diese Truss Parts nehmen und die ein bisschen kleiner skalieren, so dass die hier oben sind. Und dann können wir gucken, ob der Pathfinding Service auf die Idee kommt, hier hoch zu springen und zu klettern.
was ja dann schon ein bisschen schwieriger wäre. Aber nein, er hat sich jetzt dazu entschieden, hier hoch zu klettern, hier lang zu laufen und darüber zu gehen. Okay, gut, dann müssen wir die hier wohl auch ein bisschen kürzer machen. Aber vielleicht nur ein bisschen kürzer dieses Mal, damit es machbarer wirkt für einen Agent, der nur 3 Stats hoch ist, weil das hier ist ja schon höher, als er groß ist. So, gucken wir, welchen Weg er als nächstes berechnet und jetzt entscheidet er sich tatsächlich wieder außen rum zu laufen. Theoretisch könnte der Agent wahrscheinlich schon hier hoch springen und klettern. Es wäre aber ein bisschen schwierig. Der Pathfinding Service weiß ja jetzt nicht, wie hoch kann er denn springen. Er weiß nur, er kann springen. Und geht das Risiko nicht ein, einen nicht machbaren Pfad hier zu wählen und wählt dann doch lieber den Pfad hier außen lang, der vielleicht ein bisschen länger, aber dafür machbarer ist. Und so funktioniert der Pathfinding Service. Eine Sache, die euch vielleicht aufgefallen ist, ist, dass das Wasser hier lila ist. Und das sieht nicht nur cool aus, das hat auch einen Sinn, weil auch das Wasser... Warte, ich muss gucken, wo das Label zu finden ist. Hier, Water, ist seine eigene Area, ist sein eigenes Material, das berücksichtigt wird. Und der Pathfinding Service kann auch Wege durch das Wasser finden. Wir können genauso dem Pathfinding Service jetzt auch hier sagen, Water ist gleich 10, dass er ungern durch dieses Water läuft. Und den Startpunkt jetzt einfach mal auf die Mitte von dem Ding hier packen. Okay, der Startpunkt war jetzt hier. Und er läuft jetzt hier ganz außen lang, weil er einfach aufs Wasser verzichten möchte. Wenn wir jetzt aber dieses Part hier einfach mal wegnehmen und das Part hier außen auch wegnehmen, dann kann er ja hier gar nicht rüberspringen. Das ist nicht möglich. Er kann ja auch nicht hochklettern. Dementsprechend muss er durchs Wasser gehen. Also warten wir mal ab, bis er angekommen ist bei seinem Ziel. Jetzt ist er angekommen und dann gucken wir den nächsten Pfad, der berechnet wird. Und jetzt, wo er keine Wahl hat, als durchs Wasser zu gehen, entscheidet er sich dazu, warum auch immer hier hinten durchs Wasser zu gehen, aber er geht durchs Wasser. Und hier steht auch immer noch Walk und nicht Swim. Es ist immer noch Walk. Und er geht dann hier rüber und geht dann einfach weiter seines Weges. Diesmal entscheidet er sich auch hier unten durchzugehen. Eben ging er doch nach oben rüber, oder? Naja. Das sind die Entscheidungen vom Pathfinding Service. Das heißt, der kann schwimmen, aber es gibt eine große Schwäche vom Pathfinding Service und das ist Terrain. Wenn ihr jetzt hier mit dem Editor Terrain zu eurem Spiel hinzufügt, gehen wir mal auf Draw und drawen hier so ein bisschen Smooth Terrain und dann packen wir den Startpunkt einfach mal hier hin, dann kann es sein, dass dieses Terrain nicht laufbar ist. Der Pathfinding Service hat riesige Probleme mit solchen Terrain hier. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Und wenn ihr in eurem Spiel Terrain habt, ihr seht, die laufbaren Areas sind nur hier außen am Rand. Gar nicht drüber. Hier ist das hier laufbar, das hier ist auch laufbar. Er hat sich dazu entschieden, hier irgendwie so außen oder innen durchzulaufen scheinbar. Ja, hier. Er hat sich dafür entschieden, hier lang zu laufen. Die laufbaren Areas sind da drunter. Also sie sind irgendwo, aber sie sind nicht präzise. Und weil das so unpräzise ist, funktioniert das auch manchmal nicht mit euren NPCs, dass die hier durchlaufen. Und was ihr machen müsst in diesen Fällen, ist, ihr müsst euer Terrain anpassen. Wenn ihr Terrain in eurem Spiel habt, aber die NPCs nicht richtig drüber laufen, dann flacht ihr euer Terrain am besten ab, dass es alles schön eben ist. Und je ebener euer Terrain ist, desto besser kann der Pathfinding Service dann damit auch klarkommen. Geh mal hier ein bisschen runter und mach das so, dass das hier so eben ist. So, der neue Weg, den er wählt, läuft jetzt auch flach über das Terrain rüber. Und das sollte dann funktionieren. Natürlich findet der Pathfinding Service seinen Weg über das Terrain, aber wenn die einzelnen Punkte unter der Erde sind und ihr eurem NPC sagt, walk to point, dann kann es sein, dass der NPC seinen nächsten Punkt auf dem Path nicht findet und dementsprechend einfach hängen bleibt und nicht in der Lage ist, voranzukommen. Das wäre ziemlich blöd. Deswegen bei Terrain müsst ihr einfach darauf achten, alles, was laufbar sein soll für eure NPCs, möglichst flach halten oder ihr müsst euer Script anpassen, dass es alle Punkte vom Pathfinding Service nochmal begradigt, dass die auch wirklich an der Oberfläche vom Terrain sind. Das geht natürlich auch. Das wäre nur sehr viel Scripting-Arbeit, die ich mal auf mich genommen habe. Und wenn das Terrain von Anfang an ordentlich macht, habt ihr diese Arbeit einfach nicht. So, ich gehe jetzt hier wieder auf Stopp. Alles ist rückgängig, alles ist so, wie es sein sollte. Wunderbar. Ich packe jetzt einfach mal das Ziel hier oben hin, mache mir eine Kopie von der Nein-Danke-Area und packe die Kopie der Nein-Danke-Area einfach mal hier hin. So, das ist der NPC, auf über diesen Teil der Rampe nicht laufen möchte. Und dann gehe ich in das Pathfinding-Dings-Script rein und zeige euch einfach nochmal, wie das Waypoint-Spacing aussieht. Wenn ihr die Agent-Parameters.Waypoint-Spacing höher stellt auf 10 Stats, dann ist halt mehr Abstand zwischen den Waypoints und das kann für euer Script, dass die NPCs laufen lässt, dann nochmal ein bisschen sinnvoller sein. Jetzt ist hier ein bisschen mehr Abstand zwischen den einzelnen Waypoints und das kann dann eigentlich auch so schon reichen. So, er hat einen Weg gefunden, der Weg geht hier aber auch so ein bisschen durch den Boden durch und keiner weiß warum. Das ist das Blöde am Pathfinding Service, dass er nicht so präzise ist. Aus einer Rampe, die so geht, macht er einfach eine Rampe, die so geht. Aber auf jeden Fall findet der Pathfinding Service seine Wege. Ich mache jetzt auf jeden Fall Show Navigation Mesh und Show Navigation Labels wieder aus, weil die, wenn wir nicht mit dem Pathfinding Service arbeiten, auch einfach nur nervt. Pack das Ding einfach auf den Grund des Meeres und finde heraus, dass der Pathfinding Service nicht in der Lage ist, zu tauchen. Weil er findet keinen Weg hierhin.
Gut zu wissen, oder? Tauchen ist nicht möglich. Also falls ihr in einem Roblox-Spiel mal von irgendwelchen NPCs gejagt werdet, dann springt einfach ins Wasser und taucht nach unten. Dort werden sie euch wahrscheinlich nicht kriegen. Zumindest wenn sie ausschließlich den Pathfinding-Service nutzen. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie man den Pathfinding-Service nutzt, um einen NPC dann wirklich laufen zu lassen, dann liked auf jeden Fall das Video und schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich es irgendwann noch machen, weil ein NPC-Laufscript ist nochmal ein ganz anderes Thema für sich selbst. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass ihr den Pathfinding-Service verstanden habt und vor allem auch über seine Schwächen Bescheid wisst, weil der Pathfinding-Service findet nicht immer den besten Weg. Und der Pathfinding-Service hat auf jeden Fall Schwächen, was solche Ecken hier angeht. Ich meine, er führt einfach einen NPC, der so breit ist wie ich, so nah an die Lava, dass er sie halt mit der Kante seines Fußes berühren wird. Um dagegen zu arbeiten, müsst ihr einfach den Agent-Radius noch viel höher stellen, als der Agent wirklich groß ist. Aber dann gibt es natürlich die Schwäche, dass der Pathfinding-Service vielleicht Wege hierdurch nicht finden wird. Grundsätzlich ist aber klar, der Pathfinding-Service ist das Beste, was wir haben und wir müssen einfach damit arbeiten. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die ich nicht geklärt habe, schreibt sie mir in die Kommentare. Wenn ihr dieses Labyrinth hier, die Lava und so, was ich so aufgesetzt habe, herunterladen wollt, könnt ihr Kanalmitglied Tier 2 oder höher werden und es euch dann auf meinem Discord-Server einfach runterladen, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber müsst ihr natürlich nicht, weil es war ja einfach nur ein "Ich zeige euch, wie der Pathfinding-Service geht" Video. Und ich denke, wer es bis hierhin geguckt hat, sollte es auch selbst schon gemacht haben. Das war's auf jeden Fall. Du kannst jetzt auf das Video klicken, das hier eingeblendet wird. Bis dann und ciao!